ungefährlich ist es nicht, aber man ist ausgerüstet mit was man braucht und man muss einfach auf den Schritt aufpassen und einfach mit der Ruhe arbeiten. Ja, hier oben sollte man auf jeden Fall schwindelfrei sein und keine Höhenangst haben, weil wir sollen uns ja auf unsere Arbeit konzentrieren und nicht nur aufs Obenbleiben. Also das ist für uns eigentlich kein Problem, das ist Alltag. Ja, wenn es schneit, ist es schon ungemütlich, aber man kann es halt bei jedem Wetter machen. Das typische Novemberwetter bietet beste Gelegenheit, eine Touristenattraktion wie die Nebelhornbahn kurzfristig zu schließen. Die Gondeln, in denen man sonst kaum umfallen kann, fahren gespenstisch leer. Alles Gedränge und alle Betriebsamkeit scheint sich in die Werkstätten der Bergstation verlagert zu haben. Gut 20 Kollegen steht die wohl anstrengendste Zeit des Jahres bevor, ganz ohne Urlauberandrang. Die jährliche Revision der Bahn ist fällig. In den wenigen Wochen bis zum Beginn der Wintersaison wird das Innerste der Bahn nach außen gekehrt. Beinahe jede Schraube, jede Umlenkrolle, jedes relevante Bauteil wird jetzt überholt, gereinigt, geprüft oder erneuert. Doch all die frischen Teile müssen auch wieder hinaus an ihren Bestimmungsort. Und das ist heute die Aufgabe von Mike und Michael. In einer Wolkenlücke geht es hinaus an ihren Arbeitsplatz mit unverbaubarer Aussicht und guter Verkehrsanbindung. 10. Fünf. Schleich. Von ihrem Kollegen Carsten in der Station lassen sie sich per Funk zentimetergenau an die erste Stütze heranmanövrieren. Der enge Zeitplan sitzt allen ebenso im Nacken wie der ungünstige Wetterbericht. Dennoch, hier oben bewegen sie sich mit professioneller Bedachtsamkeit. Erst die Sicherung, dann der Handgriff. Ein hektischer Fehltritt würde hier oben hart bestraft. Das mächtige Tragseil der Gondel muss in seinem Lager geschmiert werden. Dazu wird das Seil von Hand gedreht, um das Fett an die richtige Stelle zu bringen. Dann werden die erneuerten Laufrollen des Zugseils montiert. Schon nach kurzer Zeit kündigt der stürmische Wind die nächste Wetterfront an und Mike bricht die Aktion ab. Gasen mit Wagen 3 zur Stütze 6, bitte. Carsten holt die Gondel zurück. Für Carsten ist die Nebelhornbahn nicht nur ein Job, sondern fast schon ein zweites Zuhause. Ich habe irgendwann mal angefangen, den Berg zu gehen. Ich war dann mal ein paar Monate mit Malaya unterwegs und dann habe ich mir irgendwie gedacht, das wäre ganz gut hier. Die haben gerade jemanden braucht, der Übernachtung macht oben und ja, dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. Carsten kontrolliert alle Maße und Werte der Bahn auf Abweichungen. Wie etwa hier an den mächtigen Widerlagern der Tragseile. Er ist ein technischer Allrounder und hier oben der Übernachtungsmaschinist. Das heißt, er lebt quasi auf dem Berg. Die Aussicht ersetzt ihm den Fernseher und der tägliche Gang über die Bahn den Frühsport. Er ist die eiserne Reserve, falls das Wetter über Nacht eine Bedienung vom Tal aus unmöglich machen sollte. Ich habe jetzt gerade eben das Laufwerk kontrolliert. Das macht man praktisch jeden Tag, also nicht bloß in der Revision. Und ja, die Anlage hat 3 Bremssysteme. Falls eins nicht greift, greift automatisch gleich das nächste. Also ist praktisch alles dreifach abgesichert. Doppelte und dreifache Sicherheit auf der einen, Schnelligkeit auf der anderen Seite. Das zieht sich durch alle Stationen der Revision. Bei der Überholung der Gipfelbahnkabinen treffen wir das derzeit jüngste Mitglied des Nebelhorn-Teams.
Es ist 45 Jahre her, dass hier oben zuletzt ein Lehrling ausgebildet wurde. Als Schlosser. Den neuen Lehrberuf des Seilbahntechnikers gibt es in Deutschland erst seit einem Jahr. Also ich bin in Oberstdorf geboren und aufgewachsen, war schon immer gern am Nebelhorn beim Skifahren und Snowboarden. Technik hat mich auch interessiert und wenn man in den Bergen wohnt, hat man eben die Möglichkeit, den ungewöhnlichen Beruf zum Lernen. Die Berufsschule für Seilbahntechniker ist in Hallein bei Salzburg. Nicht nur die Bahn selbst, auch das Gelände drumherum muss rasch für den Winter gerüstet werden. Allein etwa 800 Markierungsstangen werden jedes Jahr neu aufgestellt, um Besucher auf dem rechten Weg zu halten. Ladungen und Zündschnüre für die Lawinensprengungen werden schon auf Halde vorproduziert. Wie in jedem Skigebiet mit attraktivem Freeride-Potenzial hat sich die abzusichernde Fläche am Nebelhorn stark vergrößert. Um schneller reagieren zu können, werden sogenannte Gasex-Anlagen installiert. Mittels Luftdruck können Schneemassen dann ferngesteuert abgesprengt werden. Pilot Udo Ramm kennt alle Allgäuer Gipfel seit vielen Jahren auswendig. Doch den Panoramablick vom Nebelhorn in der Spätherbstsonne lässt er sich nie entgehen. Am nächsten Tag ist's vorbei mit der sonnigen Pracht. Über Nacht ist der Winter eingefallen. Ausgerechnet heute haben sich die Mitarbeiter der TU Stuttgart angekündigt. Ihre Aufgabe ist es, die Trag- und Zugseile der Bahn nach Schäden zu durchleuchten. Martin Wehr kommt einmal im Jahr hierher. So, das ist jetzt hier unser Seilprüfgerät. Das Prüfgerät ist sehr magnetisch, weil es mit der magnetinduktiven Methode arbeitet. Man sieht das auch hier zum Beispiel. Das heißt, man sollte mit Herzschrittmacher und Kreditkarten weit wegbleiben. Oben erwartet uns zwar Sonne, aber auch eisige Kälte und ein halber Meter Neuschnee. Wo gestern noch montiert wurde, ist heute alles zum Wintermärchen erstarrt. Dass die Gipfelgondeln abmontiert sind, macht die Arbeit für Martin nicht gerade leichter. Aber irgendwie muss er heute nach oben. Okay, gut verstanden. Dann hau mal. Also wir fahren noch relativ häufig auf dem Kabinendach mit. Hier ist jetzt überhaupt keine Kabine mehr da. Das heißt, wir stehen nur auf einem kleinen Holzpodest. Das ist nicht alltäglich. Üblicherweise gibt es eine Kabine an der Seilbahn. Wir müssen jedes Jahr zu einem Höhensicherungstraining. Das geht mehrere Tage. Und müssen da auch eine Bescheinigung dann absolvieren. Und das ist eben unsere Lebensversicherung auch. Lebensversicherung hin oder her, eine gewisse Leidensfähigkeit ist für alle, die hier draußen arbeiten, eine Grundvoraussetzung. Martin installiert das Prüfgerät am höchsten Punkt der Gipfelbahn. Das Seil durchläuft die Magnetspulen und wird induktiv geprüft. Beinahe Kernspin fürs Drahtseil. Ich vergleiche jetzt hier mit dem alten Papierausdruck von letztem Jahr, ob sich irgendwas getan hat an dem Seil oder ob noch alles unverändert ist. Jede Veränderung zum Vorjahr wird sofort angezeigt. Bestens, hier ist eh nichts los, das Seil ist wie neu. Aber heute gibt es nichts zu mäkeln. Noch wenige arbeitsreiche Wochen stehen bevor. Doch dann ist die Nebelhornbahn gerüstet für den kommenden Winter.